Grüß dich. Ja, was sucht ihr da? Guten Tag, lieber Mann. Wir suchen die Tennisplätze. Die müssten laut Prospekt hier sein. Aber ja, es sieht nicht danach aus. Ja, da ist nichts mehr. Die sind jetzt verlegt worden. Wohin? Ja, ungefähr 500 Meter weiter. Können wir da eine Kutsche haben? Ja, da müsst ihr zu Fuß gehen. Das schaffen wir doch. Das schaffen wir schon. Spazierweg. Ja. Danke, junger Mann. Schönen Tag noch. Bitte. Also die beiden haben tatsächlich nicht Unrecht gehabt auf dem jetzigen Tödlinger Gelände, wo um die Jahrhundertwende, also schon um 1900 herum, der erste Rasenplatz in Fieberbrunn. Und der ist auch als Rangelplatz verwendet worden und jetzt ist da daraus ein Industriegelände geworden. Und auch haben wir schon Zischen gegeben. Früher ist einmal ein Tennisplatz auch gewesen. Und dann bei der Eisbahnwäsche. Ich möchte euch sehr herzlich begrüßen zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 2011. Ein besonderer Gruß geht an unser Ehrenmitglied Hans-Werner Kraus. Sportlich gesehen hatten wir eine sehr erfolgreiche Saison. Der sichere Klassenerhalt in der Bundesliga Damen 45 Plus sei besonders erwähnenswert. Gratulation! Der Beginn unseres Jubiläumjahres ist gleichzeitig der Höhepunkt. Das IDF-Turnier vom 16. bis 23. Juli 2011 unter der Leitung unseres Turnierdirektors Gottfried Haber. Am 23. Juli wird unser Festakt im Schlosshotel Roseneck stattfinden. Die Kosten, das sollte auch jeder wissen, das Budget ist in etwa bei den 22.000 Euro. Heidi, bitte. Ich habe keine Frage, ich möchte mich bedanken offiziell beim Tennisclub für die finanzielle Unterstützung und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, gehabt haben, in der Bundesliga zu spielen. Es war alles schon mein Traum und ich möchte dem Club wirklich danken, dass er den Traum verwirklicht hat. Vielen Dank. Okay. Heidi, super, danke. Ihr habt auf jeden Fall mit eurer Leistung uns viel zurückgegeben. Ja, wenn wir feiern, die sportliche Leistung uns zurückkriegt. Ich habe Tennis gespielt, bin hergekommen und keine Möglichkeit. Dann habe ich mich ein bisschen umgehorcht und wir hatten damals eine lockere Verbindung zur Familie Kiesler. Die sagten, wenn wir in Fieberbrunn eine gute Gelegenheit haben, ist es wahrscheinlich praktischer, nicht wahr, als wenn wir hin und her fahren müssen. Nicht? Weil jetzt mussten sie immer erst nach Lofer, mussten da einen Platz reservieren und das war alles ein bisschen kompliziert. Noch mit dem Otto Broschek, nicht wahr, wir hatten damals auch eine sehr verhältnismäßig gute Freundschaft. Nicht wahr? Also soviel ich mich da noch erinnere, der Hans-Werner Kraus und ich, wir haben in St. Johann schon gespielt. Dann haben wir natürlich uns gesagt, das wäre doch viel idealer, wenn wir sowas in Fieberbrunn machen könnten. Und haben eben hin und her überlegt. Peter Stöckel, er macht auch mit. Ich habe ein paar Leute, nicht hör nicht, oder mit reden ganz. Nicht wann dann Roger Beudel, Melzer, nicht hör, sich auch interessiert. Nicht, wo sollen die sonst herkommen? Nicht, wenn die Inspektor Wallner, nicht, weil, ja, nee, der interessiert sich ja für Tennis doch ein Dreck, nee. Aber er war da. Und dann sind wir das ganze Dorf gerannt, nicht, und haben
überall wieder, ja, das, ja, und der, und das Mögliche. Nee, und bis wir dann so weit waren und unseren Beschluss gefasst hatten, hat uns der Trichter Simmel schon unten die Wiese wieder weggenommen. Mein Gott, das sind das ja alles. Das ist 61. Der Melitzer war das damals. Ja, der Melitzer war einer der Initiatoren. Stellvertreter war der Otto, der Schriftführer, der Hans-Werner Kraus. Der Kassier war mein Mann, ja. Genau. Das hat wohl bei ihm gemacht. Ja, das war der Ingenieur Kiesler, ja. Das war der Sportwart, gell. Unser bester, gell, Tennisspieler. Ja, das war ein guter Tennisspieler. Der Bau eines Platzes mit drei Möglichkeiten angeboten wird. Mhm. Da war einmal das Pfarrerfeld in der Dorfmitte. Mhm. Pfarrerfeld in der Dorfmitte, dann ein Grund neben dem Schlosshotel. Mhm. Und eventuell der Grund für das geplante Schwimmbad beim Auwirt. Richtig. Mhm. Ja. Ja, und dann, bis wir dann schließlich dann so weit waren, nicht wahr? Dann hat die Gemeinde wieder dazwischen gefunkt. Und hat gemeint, ich war nicht da unten, nicht war jetzt da, wo der Fußballplatz ist, nicht war nicht, das war damals ja auch noch brach, ja. Nicht war nicht, dann hätte man den Fußballplatz planen können und dahinter sollte dann in der Ecke, wo wir anfänglich dann auch da zwei Plätze hatten, nicht war, sollte sich das dann weiterentwickeln. Aber das war nicht unsere. Das war mehr eine Hassliebe. Da eben so ein so richtiges Schattenloch, ja. Nicht wahr? Und feucht und alles Mögliche. Und naja, wie das dann so üblich ist, nicht wahr? Haben wir dann in den bitteren Apfel gebissen, nicht wahr? Und haben da mit Eigenarbeit, nicht wahr? Da doch was zustande gebracht. Bei Ihnen waren ja in der Firma dann auch noch wichtige Personen im Tennisbereich tätig, damit man den nicht vergessen hat, der Dr. Listfort. Ah, ja, 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 freilich. Ja. Ich bin 1965, im Herbst 1965 nach Überbrunn gekommen. Da waren die Plätze fertig und nachdem mir Tennisspielen immer ein Anliegen war, war einer meiner ersten Wege die Besichtigung der Tennisplätze dort. Da war alles noch sehr im Rohzustand, da war rund um die Tennisplätze war noch viel Pionierarbeit zu leisten. Im ersten Frühjahr mussten wir zum Beispiel die hohen Steher dort streichen, weil die haben sofort zu rosten begonnen. Sind wir dann wie die Affen herumgeturnt da oben und haben das Ganze in Fason gebracht. Und der Dr. List war halt ein wichtiger Tennisspieler. Der war ganz ein wichtiger, ja, weil der hat ja ganz am Anfang sich auch gekümmert um das, ja. Um einen Tennisclub. Ja. Und der war ja ein sehr guter Spieler. Ja. Und hat der mit den Damen auch gespielt? Ja, der hat schon gern mit uns, wenn wir Vierer gespielt haben, dann hat er schon gespielt mit. Ja. Sehr gut. Mit uns. Aber es war eine sehr schöne Zeit, weil das eben so mit viel Pioniergeist hier betrieben wurde. Alle Mitglieder haben da Hand angelegt und das war auch ein schönes Erlebnis. Ja, das waren so die Anfänge, nicht wahr? Und dann wollte man das Geld hernehmen, nicht wahr? Wir haben damals, glaube ich, einen Mitgliedsbeitrag gehabt von 50 Schilling oder was. Es freut uns zu erfahren, dass in Fieberbrunn ein Tennisclub gegründet wurde. Dass der Bau des Tennisplatzes eine großfinanzielle Sache ist, zumal der Platz im Winter auch als Eislaufplatz verwendet wird, können wir auch verstehen. Es ist uns jedoch hier auch schwer, anderen Vereinen Subventionen zu geben, da der Skiclub selbst auf Subventionen angewiesen ist. Trotzdem aber wollen wir uns dem Projekt nicht entgegenstellen, sondern unser Mögliches tun. So wurde in der letzten Ausschusssitzung über einen Antrag diskutiert und beschlossen, dem Tennisclub eine Subvention von 500 zu gewähren. 500 Schilling. 500 Schilling. Ja. Dieser Betrag kann bei der Raiffeisenkasse behoben werden, jedoch erst dann, sobald mit dem Bau des Tennisplatzes begonnen wird. Wenn der Betrag auch nicht hoch ist, so hoffen wir doch, dass euch damit weitergeholfen ist. Mit schulischen Grüßen. Der Hermann Denkmal hat unterschrieben. Und dann der Obmann Fuschelberger E.H. Ich weiß nur, dass es sehr lange gedauert hat, bis endlich eben wirklich
der Bau stattfand. Und wann war die Sitzung? Die Sitzung war 1961. 61, ja. Am Anfang, wie ich hingekommen bin, gab es dort den Forstmeister Kiesler. Der war also eine gute Klasse besser. Aber der hat also für Lofer hat der Meisterschaft gespielt. Bei uns gab es noch keine Meisterschaft. Und der war zuerst einmal unerreichbar. Aber so im zweiten, dritten Jahr hat man ihn dann in den Griff bekommen. Gut, der war schon über 60 dann. Und er hat dann das Tempo nicht mehr mithalten können. Aber er hat für Fieberbrunn hat er dann auch Meisterschaft gespielt und sehr erfolgreich auch. Aber so ab etwa 66, glaube ich, habe ich dann die ersten 10 Jahre, war ich eher der programmierte Clubmeister. Auch in der Bezirksmeisterschaft, die ersten Jahre habe ich also nie verloren, aber dann nach und nach kamen natürlich die Jungen und die haben das von der Picke aufgelernt. Aber Tennis, ja, Tennis, wofür braucht man Tennis? Ja. Ne? Das ist ein vollkommen ortsfremdes Bild, nicht wahr, was da jetzt plötzlich sichtbar wird, nicht wahr, und einen richtigen Platzwart hatten wir nicht, nicht wahr, nicht, das mussten wir irgendwie in eigene Regie. Da ging es ja darum, dass die Tenniskleidung weiß sein sollte, das war damals noch eine sehr wichtige Sache, und das ging in diesem Fall so weit, dass hier also der Herr Reiner vorgeschlagen war als Platzwart. Und hier steht dann im Protokoll, zu diesem Zweck soll ihm ein weißer Anzug und weiße Mütze zur Verfügung gestellt werden, dass also auch der Platzwart im blütenweißen, blütenreinen Weiß erscheint, dass also auch die Leute, die nicht gerne in Weiß spielen wollten, keine Ausrede haben, also auch der Platzwart ist weiß. Das ist ja hier der Tennisplatz. Was wolltest du? Da mag ich Skateboarden. Nein, wir wollen Tennis spielen. Nein, da ist ein Skateboardplatz und kein Tennisplatz. Leopold Melitzer, Tennisplätze hier, sind hier. Nein, bitte, das war vielleicht vor 50 Jahren, jetzt sind es unser Revier. Deshalb sind kein Paradies beim Lauchsee um zum Tennis spielen. Da, ich mach da mein Hobby. Müssen wir wieder gehen. Na dann, auf ins Paradies. Ja, dieses Gelände war der eigentliche Beginn des Tennisclubs Fieberbrunn in der Neuzeit. 1963 bis 1978 sind dort zwei Tennisplätze genutzt worden, allerdings ohne Haus. Da waren nur die alten Holzkabinen vom alten Schwimmbad. Und wir haben keine Waschgelegenheit gehabt, wir haben in Bohove gemessen, uns brausen und so weiter, bis wir dann am Lauchsee oben uns toll eingerichtet haben. Als einmalige Unterstützung für den Tennisclub Fieberbrunn übergebe ich diesen 6 Stück Kabinen des alten, von mir abgetragenen Schwimmbads zu ihrer eigenen Benutzung. Die Kosten der Abtragung und die Hinbeförderung zum Tennisplatz hat jedoch der Club selbst zu tragen. Mit sportlichen Grüßen, Walter Haber. Ja, der war immer sehr selbstlos. 1969 oder was haben wir dann schon an der Meisterschaft, an der Bezirksmeisterschaft teilgenommen, und das Erfreuliche war, am Anfang, da konnten wir nicht absteigen, weil es war die unterste Liga. Und das waren aber wichtige Erfahrungen, die hier gemacht wurden. Unser Problem war meistens, einen Jugendlichen zu stellen. Es musste immer ein Jugendlicher dabei sein. Das war also am Anfang, kann mich erinnern, das JPS Robert und der Wittmann Toni zum Beispiel. Der Neuroder Niki kam dann dazu, das waren dann unsere Jugendlichen, und da waren wir sehr froh, wenn wir einen aufgetrieben haben.
since I don't have wings. I've been shed as long as with you. Since I don't have wings, I can share this moment with you. Jetzt ist unsere nostalgische Reise zu Ende. Die Tennisgäste haben den momentanen Tennisplatz erreicht, der seit 1978 dem Tennisclub Fieberbrunn gehört und der mit hohem finanziellen Aufwand erstellt worden ist. Gratuliere, Barbara. Danke. Wie hast du das gemacht? Es ist eigentlich nichts zum Gratulieren. Du, die Jane hat mir es einfach überlassen, glaube ich. Sie wollte unbedingt im B-Turnier mitspielen. Ja, Die besseren Nerven. Und im Finale hast du dann gespielt, gegen wem? Die Baumann Inge. Und da, wie ist es da gegangen? Da haben wir auch lang gekämpft, auch pausenlos aber Einstand. Und der Jedi ist an jedem Ball. Aber alt zusammen, würde ich sagen. Ja? Weil voriges Jahr war ich zuerst nicht so top fit. Aber ich muss sagen, in den ersten zwei Sätzen war es schwer, im dritten Satz war es natürlich. Oh,
bei der Clubmeisterschaft 1989. Wie weit kommen wir bis jetzt? Halbfinale. Du bist schon im Halbfinale? Ja. Wem hast du jetzt bis jetzt zu bekämpfen gehabt? Den Raffler Robert. Ja. Flecker Franz und dann Lackner Simon. Und dann Lackner Simon, die Nummer 1 hast du heute geschlagen. Ja. Wie ist denn das möglich gewesen? Ja. Ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht und dann war er verkrampft. Aha. Weil er sich nicht bewegen ist, er kein Schlag gegangen. Erfolg gewesen auf dem Tennissektor? Auf dem Tennissektor. Da drin habe ich mit der Karte mal das Mixed-Finale gewonnen. Ja. Und dann habe ich einmal das B-Turnier gewonnen. Ja. Und einmal, glaube ich, bin ich Dritter geworden. Preisverteilung sicherlich das erste Mal auf Angelsächsisch und Deutsch durchgeführt wird. Aber in Abwesenheit von unserem Obmann Ernst, der zurzeit in Hawaii Saison wahrscheinlich, fällt es mir zu, als ob mein Stellvertreter die Preise zum Übergeben, das tue ich sehr gern. Die Überraschung, ja, Überraschung hätten wir uns vielleicht denken können, dass es so ausgehen könnte. Lieber Patrick, wir sind alle sehr stolz auf dich. Ja, gegen einen starken Jugendlichen. Ja. Weißt du, das ist. Die Alten können halt doch nichts mehr so mithalten. Ne? Hab ich das Gefühl. Ja, wie ist der denn da gegangen? Sag einmal. Naja, weißt du, ein bisschen aufgeregt war ich. Und eigentlich mehr oder weniger. Und naja, gekämpft habe ich halt, aber die Jugend hat halt noch. Die Jugend, ne? Ja, ja, eben. Und der Lackner nicht. Der Nicke. Ja, ja, schon. Starke Bursche. Ja? Die haben Zukunft, die Burschen. Ja, ja, die haben. Thank you.
Eigentlich gehört es zu den kleinen Wundern dieser Welt. Eine halbwegs ebene Wiese, ein paar Linien, zwei Tore, 22 Köpfe, 44 Hacksal, ein Mann mit Pfeife und? Ja, und ein runder, mit Luft gefüllter Ledersack, genannt Fußball. Alles halbwegs zusammengefügt und mit Regeln versetzt, bewirkt eine Leidenschaft, die Jahre, nein, Jahrzehnte bereits alle Arten von Generationen begeistert, ob als Spieler, als Zuschauer oder Funktionär. Während sich die halbe Welt im Kalten Krieg befindet, rauchen in einer kleinen Gemeinde am östlichen Ende von Nordtirol einige Köpfe. Während die ersten Menschen mehr oder weniger erfolgreich in den Weltall geschossen werden, schießt man in dieser Ortschaft erstmals im Schutz von Statuten mit kleineren und größeren Bällen herum. Während die Modeszene immer verrücktere Kapriolen spielt, bemüht man sich hierzulande um Sportanzüge, die sich zumindest so weit ähneln, dass man den Eindruck bekommt, es handelt sich um eine zusammengehörende Mannschaft. Wir schreiben das Jahr 1961 und befinden uns in Fieberbrunn. Die Gemeinde schien schon damals verdammt wenig Geld zu haben, aber sprang auf den Zug der Zeit und öffnete Tür und Tor für den wohl aufwendigsten Verein der bewegten heimischen Geschichte. Das will uns auch der Gründungsobmann Rudolf Schmidt bestätigen. Ja, und dann haben wir umeinander angeschaut um den und haben gewusst, dass Schuster-Estl mehr oder weniger verwaist ist. Wir waren ja auch daran interessiert, dass der Wald dazukommt, weil uns der Wald vom Schatten her gestört hat. Die Gemeinde hat sich dann, muss man dazu sagen, obwohl viele Fehler geschehen sind, aber die Gemeinde hat sich bereit erklärt, den Grund anzukaufen. Und wir haben uns vorgenommen, wir bauen den aus. Und schwierigsten Verhältnissen, die man heute sich niemand vorstellen kann. Weil wir haben ja nichts gehabt. Wir haben gar nichts gehabt. Bahnmeister Schmidt verließ alsbald das sich in Bewegung setzende Schiff und überließ das schwierige Amt des Obmannes dem Postmeister Leopold Melitzer. Sodann begann man fieberhaft an einer brauchbaren Mannschaft zu basteln, engagierte Experten für Training und Übung, fand mit einem Dr. Islitzer einen Mann, der sich bravourös mit dem Nachwuchs beschäftigte und dessen Fußballregeln nach wie vor ihre Gültigkeit besitzen. Schauen, stoppen, schießen. Nun ja, inzwischen ist halt alles etwas schneller geworden, auch das Spiel um das runde Leder. Natürlich kamen auch die gesellschaftlichen Ereignisse nicht zu kurz. Das geistige und hochgeistige Zentrum der ersten Fußballjahre fand man in der altehrwürdigen Stube des Gasthof Aubert. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass die ältesten Filmaufnahmen nicht vom Fußballplatz, sondern eben gerade aus dieser Lokalität stammen. Bei einer Weihnachtsfeier des Jahres 1972. Erwin Siorperes, Funktionär und Funkberater, ließ seine surrende 8mm Kamera nur ungern zu Hause. Und so verdanken wir ihm diese köstlichen Bilder, die er trotz dichtem Tabaknebels und Beschenkungsgaudi in ungewohnter Schärfe drehen konnte.
Die Lage des Fußballplatzes neben der stets frischwasserführenden Fürbrunner Ache, die gut und gerne für Reinigungszwecke genutzt wurde, und die gewohnte und stets gut geheizte Stube beim Auwirt ließ den Bau eines Vereinsgebäudes ein ganzes Jahrzehnt warten. Aber dann, im Jahre 1973, war es nun soweit. Der Stolz des Vereines wanderte vom grünen Platz ins neue Haus. Mit dabei die Kamera von Erwin und mit dabei die Knappenmusikkapelle Fieberbrunn, nicht ahnend, dass sie zu ähnlichen Zwecken im nächsten Jahrtausend noch ein- oder mehrmals ausrücken wird. Nach 2 Jahren Gebauzeit und einem Gesamtkostenaufwand von ca. 800.000 Schilling und sehr viel Eigenleistung der Spieler konnte ein neuer Sportplatz errichtet werden. Einer der schönsten Sportplätze Tirols. Dick mit! Die Eröffnungsrede des Obmannes der SVG für Brunn-Billersee, Leopold Melitzer. Die feierliche Segnung nahm der Pfarrer von Fürbrunn, Josef Stifter, vor. Die Untermalung besorgte die Knappenmusikkapelle Fürbrunn. Trotz Regenwetter zahlreiche Zuschauer. Die beiden Mannschaften laufen ein. Fürbrunn in Gelb-Grün. Die Gastmannschaft aus Niederndorf in Rot-Weiß. Die Mannschaften, angeführt mit Schiedsrichter Berterer, Kapitän Johann Obwaller, Tormann Heinrich Plätzer, Bernd Nemes, Werner Hörl, Johann Ecker, Johann Fleckl, Anton Hein, Manfred Neumeier, Andreas Kröll, Peter Plätzenauer, Johann Winkler und die beiden Ersatzspieler Johann Millinger und Johann Brunner, hier nicht mehr am Bild. Die Festansprache des Bürgermeisters von Fürbrunn, Alois Sirpel. Trainer Robert Unterrenner. Die Spieler überreichen den Obmann als Dank einen Geschenkskorb für die viele Mühe. Ein strahlender Obmann. Das Schiedsrichtertrio Berterer, Fessler, Schweiger. Und nun beginnt das erste Meisterschaftsspiel im neuen Stadion. Anschluss haben die Niederndorfer. Ausschluss von Heinrich Plätzenauer, unserem Tormann, und gleich das 1:0 der Fürbrunner durch Fleckl Johann. Rollen die Angriffe der Fürbrunner gegen das Gästetor. Und das 1:1 für Niederndorf aufgrund einer Fehlpassiste für Brunner. Das Ganze schwarz auf weiß. Noch was? Jetzt ist erst schwarz auf weiß. Der Missetäter des Fehlpasses. Auch die Fürbrunner Abwehr hat alle Hände voll zu tun. Einer der berühmten 50 Meter Einwürfe von Johann Winkler.
Ausgleich das 2:1 für Höherbrunn. Torschütze Anton Hein. Spielerwechsel bei den Höherbrunnern. Johann Brunner kommt für Andreas Kröll. Und nun ein wunderbares Kopftor von Neumeier. Das war das schönste Tor in diesem Spiel. Dieses Tor gehörte unterstrichen. Rettung auf der Linie. Das 4:1 durch Johann Winkler. A bushy, bushy blonde hair, serving USA. Das 5:1 wiederum durch Johann Winkler. Die Fußballfreuden und Leiden spielten in den kommenden Jahren ihre ganz spezielle Rolle im Vereinsleben. Der Name änderte sich im Zuge der Heiratspolitik des Hauptsponsors von SK Rijker über SK Rijber nach SK RRB. Man stieg rauf und runter, füllte das Stadion in der Lehmgrube dank des treuen Publikums rekordverdächtig, zwang die Gegner durch ein Wechselspiel zwischen Nord- und Südtribüne zumindest verbal in die Knie, und konnte es nicht verhindern, dass die Paradespieler der Gründergeneration zu Altherren oder gar zu Superoldis wurden. Aber nicht ohne auf das runde Leder zu verzichten, wie es ein Hans Oppwaller eindrucksvoll beweist. Über die Jahre wechselten nicht nur die Spieler ihre Klassen und Ligen, sondern auch eine stolze Führungsriege reiht sich in die bunte Chronik des Vereines. Die Zahl der Obmänner steht mit 13 zu Buche, sagen wir mit 11 und 2 Ersatzleuten. Beginnend mit Rudolf Schmidt, dem 5-Monats-Obmann, folgt sogleich Leopold Melitzer, der Langzeit-Obmann, dessen Regierungszeit nur zweimal für ein gutes Jahr von Dr. Otto Neururer und dem Malermeister Horst Millinger unterbrochen wurde. Dann wurde es spannend und in kurzen Abständen folgten diesem verantwortungsvollen Amte Josef Stöckel, Leo Lichtmann-Ecker, Manfred Neumeier, Johann Oppwaller, Kaspar Danzl, Karl-Heinz Lubach, Bernd Semlock, Christian Ecker und Andreas Gruber. Als dann die Bauwut der Funktionäre ihren Zenit erreichte,
tönte aus dem Volke schon die eine oder andere Sinnfrage. Die Freiwillige Feuerwehr widmete diesem Thema sogar den Festwagen beim Faschingsumzug und stellte den vergoldeten Fußballschuhen das marode Altersheim gegenüber. Kein Wunder, dass man sich bei der Eröffnung des neuen Stadions um Schadensbegrenzung bemühte. Unser Fußballclub wirklich verdient. Und es ist wichtig, das Ziel, das Tor im Auge zu behalten. Und ich wünsche, dass auch viele Tore geschossen werden, vor allem durch unsere Fieberbrunner. Und kaum hob Kapellmeister Georg Feudel seinen Stab, verfloss das Raunen in ein Staunen. Und die Festlichkeit nahm, wie so viele frühere und spätere, ihren gewohnten Lauf. Eigentlich ließ man keine Gelegenheit aus, erfolgreich zu sein. So wurde auch bei der Bestellung des neuen Pfarrers tunlichst darauf geachtet, dass dieser von Fußball etwas versteht und sich dementsprechend um den Segen von oben bemüht. Eine Vorgangsweise, die sich gerade zum 50. Geburtstag des Vereines bezahlt gemacht hat, wo ein Wunder von oben beim Spiel gegen Brixen eine mehr oder weniger erfreuliche Neuaustragung erforderte. Liebe Fußballfreunde, es folgt nun eine 10-minütige Unterbrechung. Es werden jetzt die Linien freigemacht. Danach wird versucht, das Spiel fortzusetzen. Darum gibt es in Deutschland auch keinen Winter, weil die immer Fußball spielen können. Wahnsinniger Boss, sowas, da bin ich sowas härter, sowas sicher. Katastrophe, Bursche. Na, ehrlich, wo? Da verstehen die Wörter nicht mehr. Der 16. der 5. muss frei sein. Der Hörfer, fertig, Mittellinie. Ja, wo seid ihr denn doch? Warum? Wolfgang Griecher Schlicker. Auf den Schokkaffee. Und dem SV Brixen in der 61. Spielminute von 0 zu 4 abgebrochen. Ja, so können wir auch zu einem Erfolg kommen, gell? Ich bin der Tiroler, ich kann mich nicht, wie der Tiroler bin.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Zitter mitgebracht, hätte ich den Schneewalzer gespielt. Kommentar. Einmal in diesen 50 Jahren gelang der Meistertitel. Es war das Jahr 1990. Gründe zum Feiern gab und gibt es jedoch unzählige. Siege oder Niederlagen, Freud oder Frust, Turniere, Pfingstfeste, Derbys, Tore, Lattenschüsse oder Freibier, Einweihungen, Bauten, Platzregen oder Schneefälle. Für die einen die wichtigste Nebensache der Welt, für andere der wichtigste Treffpunkt der Woche. Für den einen Stress pur, wenn es um das Finden der gerade passenden Fanfare geht, für den anderen Schwerarbeit unter härtesten Bedingungen. Für die einen ein Grund, schon am Nachmittag ein Bier zu trinken, für die anderen, sich das obligate Würstel vom Grill so richtig schmecken zu lassen. Wie läuft's? Prost! Gut läuft's! So bleibt nun einem Mann das Schlusswort, der seit Fußballgedenken mit dem Grill oben verheiratet. Ja, jetzt heute gibt's einmal ein bisschen Korn mehr. Wir haben gerade ein Buffet da. Ja? Aus, Maus, nichts mehr. Just trust in you was my great thing. I just can't go. You win again. Thank you.